Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, wie ihr es sicher bestimmt noch an der Stimme hört und auch in den letzten knapp 2 Wochen gemerkt habt, ich war krank, mich hat das große C erwischt, mir ging es einige Tage ziemlich schlecht, mittlerweile auf jeden Fall schon besser. Ich arbeite jetzt auch so ein paar Stunden am Tag wieder, merke aber schon, dass ich noch sehr erschöpft bin, sehr müde bin, dass ich, was die Atmung angeht, noch nicht so richtig wieder auf dem Damm bin, dass ich vieles, was sonst normal ist, wie Geschirrspüler ausräumen oder Katzenklos machen, tatsächlich noch recht anstrengend ist. Man hört es auch an der Stimme, die ist nach wie vor belegt. Ich habe nach wie vor Husten, ich habe mir aber ein Tässchen Tee heute mit hergenommen, ein bisschen Make-up aufgelegt und dachte, dann siehst du nicht ganz so krank aus. Und ich hatte einfach Lust, jetzt über Bücher zu sprechen, einfach mal über schönere Themen zu quatschen und wollte euch jetzt die letzten 2 Bücherwochen ein bisschen erzählen, was da so ein bisschen vor sich ging. In der ersten Woche war ich noch bis Mittwoch gesund und ab Donnerstag ging es dann rapide bergab, und in der zweiten Bücherwoche wird man dann auch merken, dass ich da tatsächlich nur noch Hörbuch gehört habe. War auch nichts anderes mehr möglich als lesen. Also lesen ging tatsächlich gar nicht, Hörbuch hören ging ganz gut. Ich habe viel Serie geguckt, Film geschaut, werde ich auch dann am Ende ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe jetzt auch für den April geplant, dass es alle 2 Wochen eine Bücherwoche gibt und in den Dazwischenwochen dann ein oder anderes Büchervideo. Nächste Woche wird es die Neuzugänge geben. Und einfach weil ich merke, wenn man dann irgendwie vielleicht nur ein Buch hat oder 1,5, dann finde ich, ist so eine Bücherwoche auch nicht sehr effektiv, ne? Dementsprechend fasse ich das jetzt auf jeden Fall im April ein bisschen zusammen. Vielleicht passt das ja auch ganz gut und es ist dann einfach öfter mal so, dass ich 2 Bücherwochen zusammenfasse. Aber diesmal machen wir das. Es sind auch einige Bücher. Ich setze auf jeden Fall die Zeitstempel und die Bücher auch unten in die Infobox. Bei dem allgemeinen Geplaudere werde ich dann über The Originals sprechen, über Rot, der neue Disney-Film, und auch über die 2. Staffel von Bridgerton. Ja, das ist dann der Vorteil, wenn man irgendwie nur im Bett und auf der Couch liegt, dass man eben ein bisschen Serie und Film suchten kann. Ja, zu den Büchern der Woche oder der beiden Wochen. Es begann noch im gesunden Zustand mit Wo dich das Leben anlächelt von Jenny Colgan. Habe ich dann allerdings als Hörbuch tatsächlich weitergehört. Dann habe ich als Hörbuch bei BookBeat entdeckt, dass es Honigherzen von Mina Teichert gibt. Das ist ein Buch, das ich dann aber leider abgebrochen habe. Und da ich dann einfach schon mal BookBeat im Testabo hatte, ich habe mir für 2 Monate jetzt einfach mal das Testabo geholt, weil ich dachte, wenn du nicht lesen kannst, kannst du zumindest hören. Da habe ich dann entdeckt Die kleine Buchhandlung am alten Postamt von Rachel Lukas. Ein Buch, was ich leider auch abgebrochen habe. Gehört habe ich dann auch von Janne Mommsen das kleine Friesencafé. Das ist der Auftakt, ich glaube, einer 2-teiligen Reihe. Zumindest habe ich den 2. Teil auch schon entdeckt. Dann kam frisch heraus 50 Sätze, die das Leben leichter machen, von Karin Kuschig. Auch ein Buch, was ich gehört habe, und innerhalb dieser ganzen 2 Wochen habe ich zusammen mit der lieben Becky Aurora entflammt gehört von Jay Kristoff und Amy Kaufmann. Das Buch hatten wir uns direkt auch schon für 2 Wochen eingeteilt. Ich war dann leider in der 2. Woche nicht mehr ganz so austauschfreudig, aber wir haben uns zwischendrin immer mal ausgetauscht und auch dann natürlich über das Ende gesprochen. Wir starten mit Wo dich das Leben anlächelt von Jenny Colgan. Ein Buch, das im Tauschpaket von der lieben Anka mal enthalten war. Das ist der 2. Teil der Happy Ever After Reihe. Und ich hatte damals, als der erste herauskam, diesen auch gehört und fand den sehr, sehr gut. Und ich habe auch andere Bücher schon von Jenny Colgan gehört. Da gibt es Die Bäckerei am Strandweg und irgendwas mit einer Sommerküche am Meer, glaube ich. Und auch die fand ich richtig gut. Und ich weiß gar nicht, warum ich mit der Reihe dann irgendwie nicht mehr weitergemacht habe. Hatte dann das Buch so als Wink des Schicksals im Tauschpaket und hatte es in der Woche angefangen. Und als es mir aber dann ab Donnerstag nicht mehr gut ging und mir dann auch noch so ein BookBeat-Code angezeigt wurde, dass man für 2 Monate das jetzt einfach mal testen könne, dachte ich, guck mal, ob 1, 2, 3 Bücher, die du gerade vielleicht auf dem Sub hast, ob es die gibt, ob du die hören kannst. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich bin dann Mitte der Woche sozusagen auf das Hörbuch umgestiegen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ich habe jetzt leider gar nicht aufgeschrieben, wer es gesprochen hat.
Ja, tut mir sehr leid. Aber ja, ich habe es dann zu Ende gehört. Ja, wir sind im zweiten Band. Man kann dazu sagen, dass man die auch recht unabhängig voneinander lesen kann. Im zweiten Band wird die Geschichte nicht direkt fortgeführt, aber wir treffen natürlich Charaktere, Protagonisten aus dem ersten Band. Und wahrscheinlich wird das im dritten Band dann auch so sein. Ja, wir sind hier wieder in den schottischen Highlands unterwegs und treffen auf die alleinerziehende Erzieherin Zoe. Sie ist mit ihrem Leben unzufrieden, der Job macht sie irgendwie nicht mehr so glücklich und auch die selbstgewählte Stummheit ihres Sohnes macht ihr immer mehr Kopfzerbrechen, setzt ihr immer mehr zu und sie sieht da eigentlich nur noch einen Ausweg und den nimmt sie dann auch an. Das ist ein Angebot, Kinder eines schottischen Schlossherrn zu betreuen, eben aufgrund ihrer Erfahrung als Erzieherin. Und sie überlegt gar nicht so lange und macht sich dann noch auf den Weg, zusammen eben auch mit ihrem Sohn. Und auch den bekannten Bücherbus, den wir schon aus Teil 1 kennen, soll sie mit betreuen. So schließt sich ein bisschen der Kreis zur Geschichte. Und das Ganze, ihr Umzug, führt dann eben zu wunderbaren Überraschungen und Turbulenzen. Und das lesen wir oder hören wir dann im zweiten Teil. Es ist eine sehr wohlige Geschichte. Also mir hat sowohl das Lesen Spaß gemacht, als dann auch das Hören. Ich merke aber immer wieder, dass mir das Hören definitiv besser gefällt, mehr gefällt bei so Wohlfühlgeschichten, als das selber Lesen. Also ich muss sagen, ich konnte mich viel besser entspannen, als ich einfach nur zugehört habe, als ich mir das vorstellen konnte, als ich dieses wohlige Gefühl irgendwie hatte. Und das hat mir einfach mehr Spaß gemacht, als es selbst zu lesen, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte mit dem Lesen begonnen und ich glaube, es hat Vanida Karun gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, so von der Stimme in Erinnerung. Das ist eine Autorin, die, ich glaube, sehr häufig Jenny Colgan spricht und auch andere so Wohlfühl-Liebesromane spricht. Und für mich hat das einfach dann auch super geklappt, zwischendrin zu switchen, das zu Ende zu hören. Und ich werde jetzt auch mal gucken, ich glaube, der dritte Teil ist auch erhältlich. Vielleicht schließe ich den jetzt Anfang April auch einfach mit dran. Der Stil von Jenny Colgan ist wie gewohnt locker, leicht, flüssig, modern. Er ist sehr bildhaft, er holt einen richtig mit hinein in die Geschichte. Man taucht wirklich förmlich mit nach Schottland ab, man ist da vor Ort, man hat die Highlands sozusagen vor Augen. Man spürt die Atmosphäre, den Wind, die Sonne, das Wetter, die Menschen, wie ihre Charaktere sind, wie die Dialoge sind, wie speziell auch einfach so der Schlag Mensch dort ist. Ich mochte das sehr. Ich mochte auch Zoe sehr gerne und auch die Bewohner des Schlosses habe ich sehr schnell ins Herz geschlossen. Die Atmosphäre ist hier sehr wohlig. Es ist richtig schön, sich fallen zu lassen. Mir hat das auch zu Beginn sehr gut getan, als es so losging mit meiner Krippe. Wo ich so dachte, da war der Geist die ersten ein, zwei Tage noch ein bisschen fitter. Da fand ich das richtig schön. Also ich konnte da drin abtauchen. Ich war einfach sehr wohlig unterwegs, konnte entspannen. Allerdings nicht so entspannt, dass man wirklich einschläft. Also ich bin niemand, der wirklich aktiv eigentlich so beim Hörbuch hören einschläft. Ich muss dann schon das Hörbuch ausmachen, aber es hat mich sehr entspannt und auch immer zwischendrin, wenn ich nachts mal auf war, habe ich einfach mal so 10, 15 Minuten angehört, habe gemerkt, so okay, jetzt kommt langsam der Moment und dann eben ist das ja von allein ausgegangen mit dem Timesleeper und dann dachte ich so, jetzt kannst du auch schlafen. Also das hilft auf jeden Fall. Also eine wunderbare Geschichte, die entspannt, die einen mitnimmt, die einen wunderbaren Charakter wie Zoe uns auch wirklich näher bringt und auch wirklich so dieses Schloss und den Schlossherrn und die Bewohner und die Kinder und diese Mischung, diese Gruppendynamik hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und es ist eine wohlig leichte Geschichte und es hat mir für zwischendurch also wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich sehr empfehlen und ich freue mich auf jeden Fall auch auf das dritte Buch. Beim zweiten Buch, das habe ich dann entdeckt, dass ich es im Regal habe, aber dann eben auch, dass es als Hörbuch verfügbar war und dann dachte ich, naja, dann hör doch einfach weiter. Das war dann schon zu einer Zeit, wo es mir wirklich relativ schlecht ging und auch Hören nicht so möglich war. Deswegen man vielleicht bei dem Buch gar nicht sagen kann, es liegt am Buch, sondern vielleicht lag es einfach an mir, denn ich habe es nach circa 25% abgebrochen. Honigherzen von Mina Teichert war ebenfalls in einem Tauschpaket enthalten und mich hat das so angelächelt mit diesen Bienen und dem Honig und dieser etwas dörflerischen Atmosphäre, so die man gespürt hat. Und da dachte ich, das ist bestimmt was für dich, aber leider war es das nicht. Wie gesagt, ich möchte dem Buch gar keinen so großen Vorwurf machen.
Vielleicht lag es auch wirklich an mir, weil auch das nächste Buch habe ich abgebrochen. Vielleicht war es einfach nicht das Passende, was mir zu dem, während ich krank rumlag, irgendwie gepasst hat. Also deswegen möchte ich, wie gesagt, dem Buch gar nicht so den großen Vorwurf machen. Gesprochen wird das Buch von Greta Galisch de Palma. Und da muss ich sagen, fand ich die Stimme auch in Ordnung. Das hat auf jeden Fall gut gepasst. Ich mag das ganz gerne, wenn man diese Wohlfühlromane hat, die eben auch Frauen als Protagonistin haben, dass man dann auch so eine weibliche Stimme hat. Das mag ich tatsächlich sehr gerne. Und wir treffen in der Geschichte auf Leni. Sie ist Mitte 30 und hat vor einigen Jahren ihren Mann bei einem Autounfall verloren. Zu dem Zeitpunkt war sie schwanger mit ihrer Tochter, die jetzt mittlerweile 6 Jahre alt ist. Und sie merkt recht schnell, gerade mit ihrer Tochter Romy, dass sie irgendwie einen Neustart braucht und sie möchte jetzt einen Hofladen eröffnen. Dort dann angekommen in diesem kleinen Städtchen, stehen aber ja, doch einige Arbeiten an dem Haus an, an dem Laden an und sie braucht so den ein oder anderen Handwerker. Und natürlich ist der total attraktiv, fesch und sexy. Und dann gibt es auch noch einen gut aussehenden und hilfsbereiten Kinderarzt. Und dann nimmt das so gefühlt seinen Lauf. Ja, also ich habe so knapp 25% gehört. Ich fand Leni als Protagonistin tatsächlich noch ganz sympathisch, konnte aber nichts mit ihrer Tochter Rumi anfangen. Und jetzt ist auch tatsächlich mein Problem so ein bisschen, wie Leni mit Rumi umgegangen ist, wie sie sich wundert, warum Rumi so frech ist, so ihre Grenzen irgendwie nicht kennt. Und gleichzeitig merken wir aber recht schnell als Leser, ja, wenn du ihr keine Grenzen setzt, dann kann das Kind auch keine Grenzen kennen. Und dann ist sie verwundert und beschwert sich und regt sich auf. Und ich denke mir, das liegt nur an dir. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich soll nicht so hart sein, weil sie hat ja gerade irgendwie vor 6 Jahren auch erst ihren Mann verloren. Aber ich meine, es sind auch 6 Jahre. Das war tatsächlich auch etwas, was sich für mich sehr merkwürdig angefühlt hat, wie Leni getrauert hat, wie tief sie eigentlich noch in dieser Trauer drin steckte. Und das Gefühl, jede Stunde bei ihr irgendein Trauermoment war. Und ja, jeder Mensch trauert anders, das weiß ich. Und das weiß ich auch von mir selbst und von meinem Umkreis. Aber für mich hat sich das eher so angefühlt, wie wenn das erst ein halbes Jahr her ist und nicht 6 Jahre. Und ja, auch hier, jeder hat ein eigenes Tempo, aber es hat sich für mich nicht so, ich habe nicht nachvollziehen können. Und das hat eben die Autorin auch nicht geschafft, mir zu erklären, wo jetzt eigentlich das Problem bei Leni war. Ja, und auch, dass sie eigentlich tatsächlich selbst schuld daran ist, wie ihre Tochter eben ist. Und sie merkt auch nicht, dass es irgendwie an ihr selbst lag. Und das fand ich so anstrengend. Also 25 Seiten, Prozent von knapp 400. Ja, Kopfrechnen schlecht. Also es sind so knapp 100 Seiten. Und auf denen habe ich recht schnell gemerkt, wo eigentlich das Problem ist. Und Leni rätselt und rätselt und fragt sich immer nochmal und nochmal. Ja, zudem wirkte die Geschichte, und das war, glaube ich, mein Problem, ich hätte vielleicht doch irgendwie ein bisschen was Spannenderes gebraucht, sehr belanglos, und ich hatte das Gefühl, dass man recht schnell eigentlich weiß, wo diese Geschichte hin möchte. Und ja, jetzt ist natürlich bei einer Liebesgeschichte und im Wohlfühlroman, man möchte ein Happy End. Also da ist ja auch der Weg das Ziel, ne? Da bin ich ja immer der Meinung. Aber hier war der Weg irgendwie nicht meins. Ich fand sprachlich okay. Ich konnte mich aber nicht so einfinden, und wenn ich es direkt mit Jenny Colgan vergleiche, dann war es auch nicht so leicht und nicht so wohlig, und es hat sich auch nicht so nach Hauskommen angefühlt, und ach, es war irgendwie nicht rund. Also sehr schade, aber ja, ich habe es vom Sub befreit, und also es war auch gar nicht so lange auf dem Sub, aber ich habe es vom Sub befreit, und damit ist dann auch ja das Buch erstmal okay. Und ja. Und auch beim nächsten Buch könnte es natürlich daran liegen, dass ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe, dass ich es, ich glaube, so bei knapp 20% abgebrochen habe. Und zwar die kleine Buchhandlung am alten Postamt von Rachel Lukas. Habe ich auch bei BookBeat gefunden und dachte, ach, so eine Buchhandlung, das klingt auf jeden Fall ganz niedlich. Hörst du einfach mal rein. Und mir hat auch das Cover gefallen, und es klang eben auch nach so einem Wohlfühlbuch. Und ja, auch mit dem nächsten Buch wird man merken, das war irgendwie bevorzugt in diesen 2 Wochen. Gesprochen wird es von Victoria Schätzle. Da fand ich die Stimme auch gut und passend, also auch nichts zu meckern. Wir treffen in der Geschichte auf Hannah, die alles gibt für ihre Familie, die total hinter ihrem Workaholic-Mann steht, die
auch die Überstunden von ihm jederzeit in Kauf nimmt, die auch mit ihrem Sohn versucht, alle möglichen Probleme irgendwie aus der Welt zu schaffen, die hinter ihm steht, die ihn fördert. Und dann muss sie zu einer Beerdigung, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Tante oder so war, und da muss sie in die Heimat reisen, muss das auch allein machen, weil ihr Mann sich nicht frei nehmen kann. Und dort spricht sie mit ihrer Cousine, dann war es glaube ich die Tante, und die möchte jetzt aufbrechen, irgendwie neue Ufer, und sie hat aber einen Dorfladen samt eines Postamtes, den sie führt, und eigentlich braucht sie für den nur noch jemanden, der das übernimmt. Und Hannah denkt da jetzt ein paar Tage drüber nach, ist recht schnell Feuer und Flamme, will eine Veränderung in ihrem Leben und bespricht das auch mit ihrem Mann. Und der ist da auch relativ schnell dafür und sagt, hey, geh du mit unserem Sohn vor, ich kümmere mich hier um das Haus und bla und um alles und komm dann nach. Sie ist da auch ein bisschen verwundert, wo das auf einmal herkommt, aber sie denkt sich da gar nicht so viel dabei und reist dann mit ihrem Sohn in das Örtchen Little Modley. Das fand ich richtig süß. Das ist fiktiv, also gibt es wohl nicht, und spielt in den englischen Cotswolds. Cotswolds, so. Englische Sprache heute etwas schwieriger. Und ja, dort angekommen, nimmt das Leben so auch ein bisschen ihren Lauf, denn sie lernt dort Jake kennen, der ein Ex-Fußballstar ist, der dann eben auch noch ihren Sohn trainiert. Und bei den beiden wird es ein bisschen flirty. Und auch hier muss ich sagen, ja, dass ich zwar Hannah ganz sympathisch fand, aber auch super naiv, und sie hat nichts in Frage gestellt. Die Überstunden ihres Mannes nicht, die schnelle Reaktion auf, ja, wir ziehen um nicht, das längere, ich bleibe vielleicht doch länger weg, als du schon umgezogen bist, und ich habe mir gedacht, finde ich sehr anstrengend. Also nicht, dass man seinem Mann nicht vertrauen sollte oder seinem Partner, seiner Partnerin, aber es war einfach so offensichtlich, dass ich dachte, ja, ich ahne schon, wo es hingeht, und gefühlt ging es dann eben auch in die Richtung. Ihren Sohn Ben fand ich durchaus super cool. Ich mochte auch Jake, der da eine Rolle gespielt hat. Aber ja, mein Problem war tatsächlich, dass es irgendwie nicht so richtig um den Buchladen ging, geschweige denn um das Postamt oder die Liebe zu Büchern. Man versteht gar nicht die Motivation bei Hannah, warum sie jetzt eigentlich dahin zieht, warum es gerade die Buchhandlung sein muss. Und man hat es nicht so richtig verstanden. Zudem sind in dieser Buchhandlung gebrauchte Bücher, die dort geschenkt wurden, weil sie nicht mehr in den Bücherschrank gepasst haben, und die sollen jetzt verkauft werden. Und jetzt sind wir mal ehrlich, nichts dagegen, gebrauchte Bücher zu kaufen. Aber in der Buchhandlung und wissend, dass das eigentlich Bücher sind, die andere Leute eigentlich in den Buchschrank stellen wollten, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Das kann ich machen bei Buchspenden in dem sozialen Kaufhaus. Davon reden wir jetzt nicht, ne? Also versteht mich da nicht falsch, das ist was ganz anderes, wenn das für einen guten Zweck ist, wie auch immer. Aber es geht jemand irgendwie gefühlt hin, nimmt die Reste der Bücher aus einem Bücherschrank und verkauft die dann und nennt das dann noch Buchhandlung. Fand ich sehr schwierig. Und auch, dass überhaupt Leute bereit sind, dort dann Bücher zu kaufen, ne? Das gehört noch dazu. Und ich fand es auch wahnsinnig vorhersehbar. Ich fand es überhaupt nicht spannend. Es war schon flüssig und man konnte dem auch leicht folgen, selbst gefühlt im Delirium. Aber es hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Es hat mich nicht reingezogen. Und eben auch im Vergleich zu Jenny Colgan, es hat sich nicht wohlig angefühlt. Es hat sich, trotz dass wir eigentlich eine coole Landschaft hatten, ein schönes Thema, es hat sich einfach nicht passend angefühlt. Und da war jetzt BookBeat tatsächlich eine gute Idee und Möglichkeit, eben einfach in dieses Buch reinzuhören und dann zu sagen, so, ich habe keine Lust mehr, ich breche das ab. Kann man bei Audible ja auch machen, man kann da auch Hörbücher zurückgeben, das habe ich auch das ein oder andere Mal schon gemacht. Aber die Hürde, eben einfach mal was auszuprobieren, ist natürlich bei BookBeat auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Und aber leider war das ja nicht mein Buch. Und ich habe dem Buch auch nicht länger gegeben. Normal bin ich schon jemand, der sagt so ein Drittel. Aber wenn man irgendwie merkt, das ist irgendwie langweilig und so banal und es interessiert mich eigentlich gar nicht so richtig nach 2-3 Stunden, was hier passiert, dann merkt man einfach, das ist nichts für einen. Dann ist mir meine Lesezeit selbst im Krankenzustand einfach zu schade. So, dann nehmen wir einfach mal einen kurzen Schluck, bevor wir mit dem nächsten Hörbuch weitermachen. Es wird wieder wohlig, denn
Wir gehen ins kleine Friesencafé von Janne Mommsen. Und das ist der Auftakt, ich glaube, einer Dilogie. Ich habe zumindest auch schon einen zweiten Teil vom Friesencafé gesehen. Ich habe schon einiges von Janne Mommsen gehört. War mit ihm auf jeden Fall schon öfter in irgendwelchen friesischen Inseln unterwegs. Ich hatte da auch immer meinen Spaß. Ja, wir treffen hier nun auf Julia, die sich eine Auszeit nimmt als Leben, die sich eine Auszeit vom Leben als Floristin nimmt. So ist das. Sie ist Floristin und sie hört auf den Rat ihrer Oma und macht sich auf den Weg nach Föhr. Dort möchte sie den Spuren ihrer früh verstorbenen Mutter folgen, die einst eine sehr, sehr schöne Zeit auf dieser Insel verbracht haben muss. Und so werden wir eben auch mit nach Föhr genommen. Sie findet ein leerstehendes Kapitänshaus und das inspiriert sie. Und sie beginnt wieder mit ihrer Leidenschaft, dem Malen, was zu Hause neben ihrem Hauptjob sozusagen irgendwie gar nicht mehr möglich war, weil ihr die Inspiration gefehlt hat. Sie beginnt dann auch Porträts von Touristen und auch von Einheimischen zu zeichnen und wird so sehr herzlich auf der Insel aufgenommen. Nebenbei beginnt sie dann eben auch noch Kaffee auszuschenken, Kuchen und Torten zu backen und die dann auch zu verkaufen. Und so verinnerlicht sich bei ihr, was jetzt ein gutes Deutsch, der Traum eines kleinen Cafés, das sie gerne öffnen möchte, was eben auch immer mehr in ihrem Kopf auch Gestalt annimmt. Doch es gibt auf der Insel zwei Männer, die, ja, ein bisschen dagegen sind. Zum einen der etwas merkwürdige Nachbar und dann gibt es auch noch den gut aussehenden Bürgermeister, die sich so ein bisschen querstellen und dann kann eigentlich nur noch ihre Oma helfen, die dann auch noch auf die Insel kommt. Es war, und hier merkt man dann direkt den Unterschied, der perfekte Kurzurlaub für den Kopf. Ja, als ich das Buch angefangen habe, ging es mir definitiv schon ein bisschen besser. Aber ich habe hier wirklich gemerkt, wie toll zum einen auch Sabine Karg als Sprecherin war. Ich fand, das hat perfekt gepasst von der Tonalität zu Julia. Und ich mochte einfach so dieses Abtauchen. Es ist wirklich, man ist hier am Meer, man ist an der Nordsee, man spürt hier die Atmosphäre, man riecht förmlich das Salzwasser und spürt es auf der Zunge. Und es ist wohlig, es ist spannend geschrieben, es macht Spaß, diesem Leben zu folgen, dass man hier auf der Insel unterwegs ist, dieses Inselleben, diese besonderen Insulaner? Also die Einwohner auf der Insel. Zudem finde ich es einfach, dass Janne Mommsen wahnsinnig gut beschreiben kann. Es ist, was die Umgebung angeht, die Menschen angeht, es ist bildhaft, es ist lebendig, es zieht einen rein, es sind stimmungsvolle Bilder, die auch im Kopf entstehen und es ist wirklich ein Wahnsinns-Kopfkino und das macht super viel Spaß und eben dann im Vergleich zu den beiden abgebrochenen Büchern, da merkt man eben, schon irgendwie ein Unterschied. Jetzt kann man sagen, es ist alles irgendwo, sind das Wohlfühlromane mit einer Liebesgeschichte und man ist irgendwie, aber man merkt einfach hier dann, dass es doch anders geht. Also, dass nicht alles belanglos ist, nicht alles der Einheitsbrei, sondern dass es eben auch einfach spezielle Geschichten gibt, die erzählt werden. Und das ist die von Julia auf jeden Fall. Wir haben Dialoge, die unglaublich toll sind, die sich echt anfühlen. Man wirklich das Gefühl hat, diese Menschen leben und unterhalten sich. Ich fand es auch cool, wenn der dortige Dialekt angewendet wurde. Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, aber ich fand, das hat es so sympathisch gemacht und so echt gemacht. Und da hat man einfach das Gefühl, als wäre man auch vor Ort. Und mit Julia erliegt man dann auch so ein bisschen dem Charme dieser Insel und man würde am liebsten direkt die Koffer packen und losfahren und sich diese kleine Insel anschauen. War letzte Woche nicht möglich, aber das wäre auf jeden Fall mein Traum gewesen. Zudem wachsen einem die Charaktere auch sehr ans Herz, auch wenn ich sagen muss, dass bei Julia auch so ein bisschen mein Problem wieder war mit der Naivität und sie war auch manchmal sehr dümmlich. Also auch so manche Gedanken, Sachen, die sie gesagt hat, da dachte ich, ach Mädel, das macht dich doch nicht dümmer, als du irgendwie bist. Also fand ich mal ein bisschen schwierig. Zudem habe ich auch das ein oder andere Mal, das ist wahrscheinlich tatsächlich so mein Kritikpunkt an diesem Buch, warum es dann nicht zu einem Highlight gereicht hat, ihre doch sehr plumpe Ausdrucksweise. Das fand ich manchmal sehr merkwürdig und musste da wirklich das öftere Mal so Kopfschütteln und Augen rollen
Und ja, aber wem ich ganz positiv hervorheben möchte, ist Oma Anita und auch der Captain Hark, den ich richtig, richtig toll fand. Und so wie ich das jetzt schon im zweiten Band gesehen habe, wird das wohl auch nochmal so ein bisschen eine Geschichte um diese beiden geben. Und ja, das fand ich auf jeden Fall richtig süß und die beiden sind mir auch sehr ins Herz gewachsen. Und da freue ich mich definitiv auch aufs Weiterhören. Und ja, ich habe auch, glaube ich, den zweiten Teil bei BookBeat schon gesehen. Vielleicht tatsächlich auch was für den April. Ja, und noch direkt ein bisschen was vor. Also absolute Empfehlung. Man muss mit Julia ein bisschen umzugehen wissen, aber sonst wirklich eine schöne Geschichte, die mich abtauchen hat lassen, die ja, also mich wirklich auch nach Föhr gebracht hat und mir super viel Spaß gemacht hat. Und wo man eben einfach merkt, es geht eben auch so. So, und jetzt sitze ich, glaube ich, irgendwie verkehrt. Ja, ich ja, musste jetzt unbedingt mal etwas länger trinken und einen Bonbon lutschen und eine kurze Sprechpause machen. Aber es geht auf jeden Fall schon wieder besser. Ja, das nächste Hörbuch war dann 50 Sätze, die das Leben leichter machen, von Karin Kusch. Schick, so rum. Ich habe das Buch irgendwo, ich glaube, schon vor 2-3 Wochen mal bei Instagram gesehen und dann es bei BookBeat entdeckt. Also da muss ich dieses Mal wirklich ein Lob an BookBeat aussprechen für die Buchentdeckungen, die ich gemacht habe. Die Autorin spricht das Buch selbst. Sie hat eine sehr vielschichtige Karriere hinter sich, was auch viel mit Storytelling zu tun hat. Sie hat ein Publizistikstudium, sie war an der Filmakademie, sie ist Moderatorin, Medientrainerin, Sprecherin, Songtexterin und auch Keynote-Speaker. Super spannend. Da kann man mal danach suchen, das fand ich richtig, richtig interessant. Eigentlich wirkt sie sehr viel hinter der Kamera, aber auch immer mehr davor. Und seit dem 2000 ungefähr berät sie als Business Coach eben auch Top-Entscheider und den ein oder anderen Celebrity. Und in ihrem ersten Buch, was dieses Buch jetzt eben ist, macht sie ihre Expertise erstmals auch einem breiten Publikum zugänglich, also uns allen. Und sie hat eben verschiedenste Sätze und dazu eben auch Situationen ausgewählt, bei denen ihr diese Sätze eben weiter geholfen haben und die man, ja, die jeder von uns wahrscheinlich schon mal erlebt hat, die er kennt und sich immer geärgert hat, warum ihm irgendwie nichts Gutes dazu eingefallen ist. Und ich fand das einen ganz spannenden Ansatz, weil ich durchaus auch oftmals in Situationen bin, wo ich so gefühlt 5 Stunden später oder mitten in der Nacht fällt einem ein, ach Mensch, das wäre wohl für das und das die passende Antwort gewesen. Hier geht es aber gar nicht grundsätzlich darum, irgendwie spontaner zu werden oder irgendwie Antworten auf alles zu wissen, sondern diese Sätze sollen einem wirklich das Leben leichter machen. Und ich kann euch echt sagen, das Buch war für mich ein Highlight. Denn es gibt hier wirklich Sätze, die einem das Leben leichter machen. Und ich habe ein paar davon, weil es ja eben auch ein Hörbuch war, in meinem Bullet Journal geschrieben. Es gibt zum Beispiel Sätze wie, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Und dann, das möchte ich dir lieber nicht versprechen. Ich fühle mich hier gerade gar nicht zuständig. Sorgen sind sinnlos. Ich habe es vernommen. Ganz toll fand ich, es ist, wie es ist, wie es ist. Dann, du hast immer die Wahl und dann nehme ich es eben lieber leicht. Das waren nur ein paar der 50 Sätze. Ich habe auch noch so ein paar mehr hier aufgeschrieben, die ich wirklich super fand. Zum einen merkt man eben, dass es hier sehr authentische und echte Alltagssituationen sind, in die man sich hineinversetzen kann, die die Autorin übernimmt, die sie erzählt, die ihr selbst passiert sind, die sie bei anderen beobachtet hat, wo eben auch Leute auf sie zugekommen sind, ihre Situation beschrieben haben. Es ist flüssig, es ist locker, es ist leicht und man merkt auch, wie toll sie tatsächlich auch einfach auf Menschen eingehen kann, wie sie das umsetzt, dass sie uns diese Situation näher bringt, aber gleichzeitig eben auch diesen Satz, der es leichter macht. Und ich fand es eben auch so toll, zum Beispiel mit diesen Sorgen sind sinnlos. Also, dass man sich Gedanken über etwas macht, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, wird es eintreffen? Wie wird es dann vielleicht eintreffen? Mache ich mir heute Gedanken über Dinge nächste Woche? Wie wird dann die Situation sein? Und das hat sie wunderbarst heruntergebrochen, sage ich mal. Und das hat sie mit wirklich tollen Alltagssituationen geschafft. Auch dieses, ich habe es vernommen. Also wenn einem jemand immer wieder irgendwas erzählt und dass man dem anderen eben nur das Gefühl gibt, ich habe es vernommen, ich habe es verstanden, ich habe es erstmal genommen, aber noch gar nichts weiter dazu sagt, man sich nicht rechtfertigt, man noch kein Ja, Aber, sondern einfach nur erstmal, ja,
ich habe es vernommen und mehr ist es tatsächlich nicht. Und es waren so tolle Sätze drin, sowohl fürs Privatleben als auch fürs Arbeitsleben, die ich richtig, richtig toll fand. Und für mich ist das wirklich ein Buch, was auf der Möchte ich in echt im Regal stehen haben Liste gelandet ist, weil ich auch ihre Selbstreflexion super spannend fand und eben auch diesen Perspektivwechsel. Ich fand es richtig toll, dass man eben manche Situationen, man kennt die ja nur aus seiner Perspektive, aus der eigenen Perspektive, und dass man kurz innehält und sich zum Beispiel an diesen Satz, an irgendeinen dieser Sätze erinnert, der gerade passt, und man ja dann auch einen Perspektivwechsel einnimmt, was erwartet der andere eigentlich oder wie kann ich ihm jetzt auch das geben, was er braucht, damit er mich versteht, mich in Ruhe lässt oder auch einfach so ein klassisches Nein, ne? Oder auch dieses, ich fühle mich hier gerade nicht zuständig. Es gibt ja nichts Schlimmeres, also als wenn jeder bei einem irgendetwas ablädt und man denkt, ist das eigentlich mein Thema? Betrifft das eigentlich gerade das, was ich tue? Gehört das zu mir, zu meiner Abteilung, zu meiner Gruppe, was auch immer? Also ich fand das so, so, so toll und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Und ich mochte auch wirklich die Art, wie Karin Kuschig das vorträgt, das rüberbringt, wie leicht sie das so aus dem Leben gegriffen macht, dass das wirklich greifbare Ideen sind, Beispiele sind, die wirklich jeder kennt und wo man immer so nickend im Grunde da sitzt und dem zuhört und sich denkt, ja, ja, verstehe ich, kenne ich, kann ich absolut nachvollziehen, bin ich froh, dass da jetzt jemand sich mal irgendwie einen Satz einfallen lässt, der da irgendwie mir weiterhilft. Also fand ich richtig, richtig gut und ja, ist von mir wirklich ein Highlight-Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich plane auf jeden Fall, mir das Buch noch in echt anzuschaffen, um immer mal wieder in so Sätze einzutauchen, sich die anzuhören und einfach nochmal was mitzunehmen und das auffrischen zu lassen. Und ich habe mir die Sätze auch gerne rausgeschrieben, auch bewusst rausgeschrieben und einfach um immer mal wieder diesen Impuls zu bekommen, wie man auf diese Situationen reagiert. Und das letzte Buch der beiden Wochen ist dann Aurora entflammt von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Das ist der zweite Teil der Aurora-Trilogie. Es begann ja mit Aurora erwacht, das steht nämlich auch im Regal. Und es ist auch schon Aurora erleuchtet angekündigt für Ende August. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr, sehr drauf. Habe ich geplant, 2 Wochen mit der lieben Becky gehört. Wie gesagt, leider war ich dann irgendwann ausgenockt und habe gesagt, ach, lass uns mal ein bisschen weniger austauschen und so gegen Ende vielleicht mal wieder. Und ich habe aber immer fleißig gehört. Wir haben hier natürlich einen zweiten Teil und es ist natürlich sehr schwierig, hier so ein bisschen drüber zu sprechen, weil der zweite Teil natürlich den ersten dann irgendwie spoilern würde. Wir sind hier aber in einer Art Space Opera unterwegs. Es ist schon eine Art etwas älteres Jugendbuch, weil wir auch relativ junge Charaktere haben und wir sind im All unterwegs und wir haben 6 oder 7 Charaktere, die wir auch begleiten, die wir schon aus Band 1 kennen, die zusammen eben eine Crew ergeben. Aus verschiedensten Gründen sind diese Personen hier unter der Leitung und weil eben im ersten Tauch etwas passiert ist, was dazu geführt hat, dass eigentlich der Oberstreber, der Beste seines Jahrgangs, eben zu spät kam und dann irgendwie nur noch so den Rest bekommen hat. Und diese Crew erlebt dann eben auch etwas im All. Auch Aurora spielt eine Rolle. Und wir haben verschiedene Rassen, verschiedene Außerirdische, verschiedene Bewohner des Alls, die irgendwie zusammengewürfelt sind, die alle irgendwie Stärken, Schwächen haben, die unterschiedlich sind, die aber eben auch bereit sind, einfach ganz normal, ohne irgendwas Besonderes miteinander umzugehen und die eben auch einfach zusammenleben und diese Stärken, Schwächen, diese Unterschiede auch zum Teil gar nicht mehr wahrnehmen. Das fand ich schon im ersten Teil richtig, richtig toll. Der zweite Teil setzt im Grunde direkt am ersten an und ich gehe mal davon aus, dass der dritte nach einem sehr gemeinen Cliffhanger im Band 2 auch dann weiter erzählen wird. Ich glaube, der dritte Teil wäre im Englischen sogar schon erhältlich. Vielleicht sollte man da tatsächlich mal in den englischen Band reinlesen, hören, wie auch immer. Ich muss echt sagen, ich mag diese Reihe unglaublich gerne. Also ich finde wirklich, dass man an ganz vielen Punkten ein großes Wow im Kopf hat, wo man denkt, wahnsinnig toll, wie diese Szene beschrieben ist, wie der Dialog funktioniert, wie echt sich das anfühlt, wie authentisch, wie toll diese Charaktere sind, wie diese Gruppendynamik funktioniert, wie diese verschiedenen Perspektiven aufeinander aufbauen, wie sie eine Geschichte komplementieren, ohne dass sie ständig irgendwas doppelt erzählt. Mir hat diese Geschichte großen, großen Spaß gemacht. Ich mag
den Witz, den Kaufman und Christoph zusammen haben. Ich mag den Humor, der sich besonders in den Dialogen oder auch in den Gedanken widerspinnt. Und dadurch, dass wir verschiedenste Perspektiven haben, also wirklich 6 oder 7, hat man natürlich auch verschiedenste Gedanken, verschiedene Sprachen. Und das ist auch wirklich richtig schön. Man spürt hier eben auch, dass die Charaktere eine andere Tonalität annehmen, wenn sie eben gerade dran sind. Also das ist ja etwas, was ich bei Perspektivwechsel sehr schön finde, wenn man auch wirklich dann erkennt, dass der andere anders denkt als der andere, oder ihr versteht. Und das funktioniert hier super. Man weiß natürlich nicht, wie beide sich das irgendwie aufgeteilt haben, wer welchen Charakter vielleicht irgendwie die Stimme gegeben hat, aber das funktioniert mega gut. Ich mag diese Dynamik, ich mag, wie wir im All unterwegs sind, ich mag diese Slow Science Fiction, dass man eben schon im All ist, dass es ein bisschen technisch ist, dass man ein bisschen etwas Greifbares hat, aber eben nicht so drüber ist. Also man muss da nicht technisch visiert sein und Chemie studiert haben, sondern es ist leicht und locker und fügt sich so in die Geschichte ein und macht so richtig, richtig Spaß. Ich habe leider ein Problem mit der Geschichte gehabt. Mir waren es einfach zu viele Perspektiven. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich den zweiten Band gehört habe. Den ersten hatte ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich mein Problem vielleicht hier war, ob es lesend einfacher gewesen wäre, den Charakteren zu folgen, immer zu wissen, wer ich bin. Ich hatte da manchmal meine Probleme, da hinterher zu kommen. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich krank war, dass ich vielleicht nicht so aufmerksam war, dass ich auch mal 1, 2, 3 Tage nicht so richtig gehört habe, vielleicht auch mal einfach irgendwann zu lange gehört hatte. Also man kann es, also es ist halt schwierig, wenn man nicht so ganz man selbst ist, das dann zu greifen oder dann eine Begründung zu finden, insofern es überhaupt eine Begründung bedarf. Aber mein Problem war manchmal schon, der Geschichte zu folgen, insbesondere wenn halt diese Perspektivwechsel waren. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, hätte man vielleicht nur 3 Charaktere gehabt, oder? Ja, ich fand es tatsächlich einfach manchmal ein bisschen zu viel. Aber es gab wahnsinnige Spannungsbögen, es gab tolle Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen. Und das Ende ist wirklich mega gemein. Und nein, natürlich spoilere ich da nichts, aber man muss sich hier echt auf den Cliffhanger einstellen. Und ja, jetzt muss man tatsächlich noch bis Ende August warten. Das ist schon recht fies, muss man ganz klar sagen. Also eine tolle Geschichte, vielleicht nicht ganz für Einsteiger irgendwie gedacht und vielleicht wirklich eher zum Lesen. Vielleicht werde ich den dritten Teil einfach wieder lesend genießen und da einfach mal sehen, ob es wirklich am Hören gelegen hat. Kann ja durchaus manchmal auch sein, ne? Dass manches funktioniert zum Hören besser, anderes eben nicht so. Vielleicht hätte Aurora entflammt für mich lesend noch besser funktioniert, aber es ist schon sehr nah an dem Highlight. Ne? Also das muss ich ganz klar sagen, die Reihe macht einfach Spaß und ich bin einfach ein Fan von J. Christoph, ich mag es. Ich mag diesen Special-Humor, also das muss man echt sagen. Und ich freue mich schon sehr auf das Reich der Vampire, was jetzt, glaube ich, im Juni, Juli kommt. Und da bin ich auch schon mega, mega gespannt. So, und damit haben wir die Bücher abgeschlossen. Ich habe nochmal einen Schluck Tee getrunken. Und jetzt kommen wir einfach zum gemütlichen Teil. Und zwar zu Filmen und Serien, die ich geguckt habe. Ja, noch bevor ich krank wurde, habe ich auf Disney Plus, oder haben wir uns zusammen den neuen Pixar-Film Rot angeschaut. Der ist direkt verfügbar auf Disney Plus, kam also auch gar nicht in die Kinos. Und das ist schon was, was ich auch ein bisschen kritisch sehe. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Pixar-Film ist, der direkt auf Disney Plus erscheint und gar nicht fürs Kino irgendwie angekündigt wird. Ist ein bisschen schade, aber ich habe es natürlich genossen, ihn dann irgendwie auf dem Fernsehen über Disney Plus anschauen zu können. Ja, Rot ist eine, ja, also ist ein ganz klassisches Feel-Good-Geschichte, eine klassische Feel-Good-Geschichte. Wir haben ein junges Mädel, die ist total fasziniert von der Boyband und da erinnert man sich dann selbst an seine Teenie-Jahre. Sie hat eine etwas strenge Mutter, die eben auch möchte, dass sie bei ihr im Tempel mit aushilft und ja, sie haben eben auch in den Urahnen, gibt es ein bisschen das ein oder andere Geheimnis und eines Tages bricht aus unserer Protagonistin, ich habe leider ihren Namen irgendwie verdrängt, ich weiß es gerade nicht mehr, bricht dann eben, und man sieht es, glaube ich, dann auch auf dem Filmcover, bricht aus ihr ein roter Panda hervor, der eben immer auftaucht, wenn sie emotional gerade sehr aufgebracht ist. Und dabei ist egal, ob sie glücklich ist, ob sie aufgeregt ist oder ob sie traurig ist. Und ja, diesen Panda muss sie jetzt irgendwie kontrollieren. Ja, es war sehr humorvoll. Ich hatte super viel Spaß, wir haben viel gelacht. Es war so authentisch, es war echt, man kann sich das mega gut vorstellen, so als Teenie mit, ja,
13, 14 Jahren, wie das ist, wenn man auf so eine Boyband steht. Da gab es dann eben auch eine mit einer Choreografie und einem Konzert. Und das war einfach richtig, richtig mega. Also es hat super viel Spaß gemacht, ist wirklich eine Empfehlung, hat mich gut unterhalten und war richtig süß gemacht. Also ja, danach fühlt man sich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann habe ich mit The Originals weitergemacht. Das läuft auf Amazon Prime. Und da bin ich jetzt schon mit Staffel 2 fertig und bin schon mitten in der dritten Staffel. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan unserer Urvampire. Also ich finde das wirklich eine wahnsinnig tolle und spannende Serie. Ich mag die verschiedenen Geschichtenstränge, die Erzählperspektiven. Ich mag es, diese Nebengeschichten mitzuerleben. Diese Urvampire, wie die eben so im Kreise funktionieren. Gerade Elijah, also ich bin absolut Team Elijah. Ich finde ihn wirklich mega. Und so überrascht, wie ich letztes Jahr bei The Vampire Diaries war, bin ich es jetzt im Grunde auch bei The Originals, dass ich denke, wer hätte gedacht, dass mir das gefällt. Man muss schon definitiv sagen, dass The Originals auf jeden Fall erwachsener ist, viel reifer ist. Das, was so The Vampire Diaries und die letzten 2, 3 Staffeln war hier wirklich von Anfang an gegeben. Man hat wenig Teenie-Gedöns, sage ich mal. Und man hat natürlich schon so Momente, wo man denkt, ach Mädel, jetzt sprecht doch einfach. Oder auch so dieses, Kommunikation ist einfach alles, ne? Oder warum manche so handeln, wie sie handeln, und man denkt sich, eigentlich weißt du es doch besser und eigentlich könntest du dir damit Probleme irgendwie vom Hals schaffen. Und ja, aber so ist das. Das wäre natürlich langweilig, wenn es keine Probleme gäbe. Was sollte man dann in der Geschichte erzählen? Also macht mir großen, großen Spaß. Es gibt ja, glaube ich, 5 Staffeln, wobei ich glaube, Staffel 4 und 5 irgendwie relativ kurz irgendwie sind und man dann auch ein paar Jahre weiterspringt. Aber werde ich auf jeden Fall weiterschauen und ich hoffe, dass es noch ein ganz gutes Stück bei Amazon Prime ist, dass ich es dann auch noch dort beendet bekomme. Und dann kam am letzten Wochenende auf Netflix, und jetzt haben wir gefühlt alle Streamingdienste irgendwie durch, Bridgerton Staffel 2 heraus. Ja, Staffel 1 war ja tatsächlich ein überraschendes Highlight, glaube ich, war auch, glaube ich, die meistgeklickte Serie, also oder Netflix Originals zur damaligen Zeit. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt tatsächlich schon über ein Jahr her, dass das rauskam? Ich bin mir gerade gar nicht so recht sicher. Ende 20, Anfang 21. Beruht auf einer Buchreihe von Julie Quinn, wenn ich mich nicht irre. Und die Buchreihe handelt um die 8 Geschwister der Bridgerton sozusagen. Also angefangen von Anthony über Brandon, über Cole. Und Daphne. Also Daphne haben wir auf jeden Fall angefangen. Daphne hat in Staffel 1 im Grunde um einen, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Adel war, also sollte verheiratet werden, beziehungsweise war Daphne auch ganz wild darauf, endlich Ehefrau und Mutter zu werden. Wir sind hier ja im Zeitalter, also wir sind auf jeden Fall in der Vergangenheit in England. Ich glaube, es wird sogar irgendwann gesagt, in welchem Zeitalter wir uns befinden. Ich bin keine gute Gedächtnisquelle gerade. Auf jeden Fall sind wir in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, vielleicht zu Anfang, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Wir haben auf jeden Fall eine schwarze Queen. Das finde ich großartig. Überhaupt, also ich glaube, jetzt habe ich alles durcheinander geworfen. Also auf jeden Fall war Staffel 1, hat sich um Daphne gedreht. Und in Staffel 2 kümmern wir uns jetzt um den Ältesten, um Anthony. Der soll nun jetzt auch langsam mal heiraten und den Familienvorstand ordentlich führen. Und nachdem sein Vater eben vor einigen Jahren gestorben ist. Und er schlägt sich da eben so ein bisschen rum mit den Frauen, die da vorgestellt werden, die Debütantinnen. Und hat dann eben sein Juwel auserkoren. Und dann gibt es aber eine Liebe, die nicht sein soll und so weiter. Es ist historisch nicht korrekt. Also wer eine historische Serie möchte, wie vielleicht bei The Tudors, wie vielleicht bei, wenn es um The Crown geht, um die Queen geht, da sind wir historisch definitiv korrekter. Hier haben wir eine bunte Geschichte. Es gab gefühlt eben keine Sklaverei, es gibt das große Empire, wir haben verschiedenste Menschengruppierungen, wie nenne ich das jetzt, meine Güte. Wir haben eine schwarze Queen, wir haben den buntesten Cast, den man sich vorstellen kann, ohne dass es sich merkwürdig anfühlt. Wir haben moderne Musik, die wunderbar klassisch daherkommt. Es gibt eine grandiose Version von Wrecking Ball von Miley Cyrus
Und von dem ganz bekannten Song von Harry Styles. Irgendwas mit Time. Ja, auf jeden Fall auch die Version. Großartig. Hört mal in den Soundtrack rein, den gibt es bei Spotify. Da sind wir beim nächsten Streamingdienst. Ja, läuft bei mir rauf und runter. Es ist bunt, es ist modern und gleichzeitig haben wir aber dieses Gefühl, als wären wir in der Vergangenheit. Und so abstrus das irgendwie klingt, und ich glaube auch, dass das nicht jedem gefallen wird. Also das ist mir wirklich absolut klar. Mir macht es großen Spaß. Ich mag die Charaktere, ich mag, dass wir hier ja auch so ein bisschen die Intrigen spüren, dass es die Gerüchteküche gibt, dass wir verschiedenste Frauencharaktere haben, die einen, die das Leben, was von ihnen verlangen wird, andere, die sich dagegen sträuben, aber trotzdem irgendwie ihr Arrangement damit machen, und andere, die dann eben wirklich rebellisch sind und gar keine Lust auf dieses Leben haben. Und natürlich auch bei den Jungs. Also jeder irgendwie, auch was die Liebeleien angeht, dass das völlig frei ist und alles ist normal, alles passt, alles ist in Ordnung und keiner irgendwas erklären muss oder machen muss, außer das offensichtlich, wenn halt irgendwas falsch gemacht wird. Ich liebe das. Ich finde, das macht so viel Spaß. Diese Buntheit, diese Lebendigkeit, dieses Moderne, und gleichzeitig fühlt man sich aber in die Regency-Zeit. So, ha, es ist mir wieder eingefallen. In diese Zeit zurückversetzt. Und es macht einfach Spaß. Ich liebe die Kleidung, ich liebe die Musik, ich liebe die Atmosphäre. Ich mag vieles an den Charakteren, auch wenn man jetzt schon im zweiten Teil sagen muss, in der zweiten Staffel, dass natürlich das ein oder andere vorhersehbar ist, dass es ein gewisses Muster hat. Und ich fand ein bisschen schade, dass von den beiden Hauptcharakteren aus der ersten Staffel nur Daphne im Grunde eine Rolle gespielt hat. Simon, den sie dann geheiratet hat, der ist hier kein Mal aufgetaucht, wo ich so dachte, Mensch, so für ja, zwei, drei Szenen war es wirklich so schwierig, den Schauspieler irgendwie so mal daherzubringen. Aber ja, das ist nochmal was ganz anderes. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich glaube, mir hat die erste Staffel vielleicht eine Spur besser gefallen, obwohl ich da ja mit so einer Sache nicht konform ging. Aber ich fand es schon toll. Also mir macht das echt Spaß. Und ich habe ja auch den ersten Band gelesen, fand ihn gut. Es hat mich aber nicht so rangezogen. Und ich glaube auch wirklich, dass ich hier eher der Serienschauer bleibe. Also das hat mir auf jeden Fall wieder großen Spaß gemacht und hat mir dann das kranke Wochenende auch versüßt. Hier spricht die Steffi aus dem Schnitt. Ich hatte es zwar auf dem Notizzettel, aber dann doch irgendwie vergessen. Denn ich möchte gerne noch ankündigen, dass die liebe Anka und ich am Donnerstag ab circa 19:30 Uhr wieder einen Hangout machen. Wir werden euch die Neuerscheinungen, die wir spannend finden, dann in diesem Live-Hangout vorstellen und freuen uns dann natürlich auch auf den Austausch im Chat. Jetzt können wir tief durchatmen. Die Steffi ist durch. Ja, ist tatsächlich anstrengender, als ich gedacht habe. Also somit zwei, drei Päuschen ging das jetzt ganz gut, aber ja, jetzt geht auch langsam die Stimme definitiv dahin. Da hilft auch der beste Ingwertee nichts. Ja, das waren sie jetzt, die zwei letzten Wochen, die doch ganz anders waren als geplant waren, die auch den März sehr durcheinander gewürfelt haben, auch Lesepläne durcheinander gebracht haben. Ich habe mir zwar zwei englische E-Books eigentlich im Plan hatte, aber ja. Wir nehmen sie jetzt in den April mit und ja, es gibt ja jetzt dann auch den King im April und auch ich plane einen bzw. zwei King zu lesen. Vielleicht habt ihr da ja auch ein bisschen Lust, irgendwie dabei zu sein und sucht euch einen King von eurem Sub aus. Und ja, ist ja tatsächlich schon April. Wahnsinn, wie so die ersten 3 Monate vergangen sind. Ja, wenn man 2 Wochen nur im Bett liegt, dann vergeht die Zeit auch irgendwie wie im Flug. Ja, das war es jetzt von mir. Ich bin natürlich sehr neugierig, wie euer März so gelaufen ist, was vielleicht euer Buch-Highlight war oder euer Buch-Flop. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, das war's. Genug geplaudert, genug Film, Serie berichtet. Vielleicht habt ihr da ja auch noch irgendwie Tipps und Empfehlungen, dann auch sehr gerne in die Kommentare. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.